Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns eine Reihe von kurzen Gefechtsvideos an über Gefechte bei Ternovi Podi. Das ist in Mykolaiv an der Grenze zu Cherson. Und die Gefechte fanden statt im letzten Spätsommer, Frühherbst, so in etwa um den Dreh im Rahmen der Cherson-Offensive. Dabei waren auch Ausländer beteiligt und einer davon war Jonas Kratzenberg, den Sie zum guten Teil ja wahrscheinlich schon kennen hier von dem Kanal. Wir haben das Interview hier mit ihm gesehen gehabt, wo er über seine Erfahrungen als ausländischer Freiwilliger in dem Ukraine-Krieg gesprochen hat. Und er war an diesen Gefechten beteiligt. Ein Teil von Ihnen wird zumindest einige der Videos in der Vergangenheit schon gesehen haben. Ich glaube, eines haben wir sogar schon in einem Lagebericht gezeigt, damals, als es damals passiert ist. Und wir haben jetzt heute hier einen Beteiligten, mit dem wir uns die Videos anschauen können, der uns auf Besonderheiten hinweisen kann. Denn das Besondere dabei ist nicht nur, dass man darüber spricht, wie das Gefecht abläuft, sondern dass eben ein Beteiligter uns auch Informationen liefern kann, die wir aus Videos nicht sehen. Ob jetzt in irgendeinem Gebäude immer ein Scharfschütze war, der einen bedroht hat, ob man über dieses Feld nicht fahren konnte, weil dort Minen sind oder ähnliche Dinge, die kann man natürlich aus dem Video nicht sehen. Und das Ganze dann in einen gewissen Kontext zu sehen, dürfte sicherlich hochinteressant sein. Noch der Hinweis, in dem Video sind keine Leichen zu sehen, keine Schwerverletzten oder irgendwas in der Art. Das heißt, wenn Sie da ein bisschen sensibel sind, sollte das Ganze für Sie kein Problem sein. Aber es werden Gefechte gezeigt. Also das sind echte Gefechte, das sind keine Videospiele oder irgendwas in der Art. Und dann noch in voller Transparenz, ich bin Militärhistoriker, ich beschäftige mich mit diesen Themen seit Jahrzehnten. Allerdings habe ich es beim Militär selber nur zum Obergefreiten gebracht. Ich behaupte nicht, dass ich irgendwie ein Experte sei für Infanteriekampf, Gefecht der verbundenen Waffen oder irgendetwas in dieser Art. Das heißt, wenn Sie der Ansicht sind, und wie ich weiß, hier haben wir einige Zuschauer, die deutlich qualifizierter sind als ich, wenn Sie der Ansicht sind, ich habe da einen Fehler gemacht, da ist irgendwie was zu ergänzen, dann fühlen Sie sich ausdrücklich eingeladen, das im Kommentarbereich hinzuzufügen. Und wenn Sie als Zuschauer, würde ich Sie auch darauf hinweisen, schauen Sie unbedingt in den Kommentarbereich, da könnte die eine oder andere hochinteressante Ergänzung für das Ganze dabei sein. Doch fangen wir an. Jonas. So, hallo zusammen. Ich freue mich wieder hier zu sein und ich bin gespannt auf die Videos, die ich ja eventuell schon kennen werde. Genau. Nur mal ganz kurz dazu, ne, wie bereits angesprochen, wir waren in Cherson, beziehungsweise an dem Schnittpunkt zwischen dem Chersonska und Mykolaivska Oblast. Die Videos sind von September, Oktober und November und es handelt sich um Kampfhandlungen auf unserem Weg nach Cherson. Hier ist Ternovi Podi, gut zu sehen, nur zur Orientierung, Cherson, Mykolaiv. Ich habe jetzt hier die normalerweise von mir nicht benutzte Satellitenansicht gemacht, weil wir hier auch darüber sprechen werden, welche Baumlinien etc. eine Rolle gespielt haben. Und da wirkte für mich das Satellitenbild sinnvoller, nur damit Sie einen groben Überblick bekommen. Wir reden von diesem Teil der Front, der eben jetzt seit Monaten befreit wurde. Und Ternovi Podi ist hier. Fangen wir mit dem ersten Video an. Das haben wir hier. Das war das Video, was wir uns anschauen wollten. Genau, da haben wir direkt zu Anfang ein kleines Detail für die Waffenliebhaber hier. Man sieht, da ist eine Patronenhülse im Kaliber des Maschinengewehrs. Die haben wir immer unter den Abzug des Maschinengewehrs geklemmt, weil das Maschinengewehr an sich keine mechanische Sicherung hat. Nur als kleines Detail. Hier kann man sehen, wie er sie rauszieht und dann wegwirft. Zack, und der Spaß ist an. So, und jetzt beginnt er zu feuern. Das ist ein M2-Maschinengewehr, ein amerikanisches, eine der ältesten Maschinengewehre, das ist wahrscheinlich das älteste, was im normalen Standardeinsatz noch ist. Überschweres Maschinengewehr, 12,7 mm, das heißt, das hat eine enorme Feuerkraft für ein Maschinengewehr, kann ohne weiteres Hauswand durchschlagen mit zumindest wenigen Schuss. Hier sehen wir auch mit Brandmunition. Wir konnten es am Rand erkennen. Vielleicht willst du da irgendwas ergänzen dazu? Genau, das war italienische Munition, Armor-Piercing Incendiary, also panzerbrechende Brandmunition, die man hier eindrucksvoll sieht, zusammen mit den Tracern. Also mit Leuchtspur geschossen. Was hier gemacht wird, ist natürlich ein Unterdrückungsfeuer. Das heißt, es wird auf die Häuser geschossen, damit sozusagen die Leute dort den Kopf unten halten. Ich habe das in der Vergangenheit schon mal erwähnt. Wenn Sie
die Wahrscheinlichkeit, dass sie von dem Maschinengewehr getroffen werden, was hier mit hoher Geschwindigkeit heranrumpelt, ohne stabilisiert zu sein, ist natürlich extrem gering. Aber sie müssen die Nervenstärke haben, den Kopf aus dem Fenster zu heben und zurückzuschießen, wenn um sie herum diese Geschosse einschlagen, völlig egal, wie gut die gezielt sind. Und das ist eben das, was man Feuerüberlegenheit erzeugen nennt. Auf diese Art und Weise wird einfach der Gegner gezwungen, in Deckung zu bleiben, und damit erhält man die notwendige Mobilität, die notwendige Flexibilität, um gegen ihn vorzugehen. Jetzt sehen wir hier, er hat Munition. Ja. Bitte? Genau. Kurz dazu, in dieser Phase sieht man tatsächlich nicht den Gegner selber, aber in diesem Fall haben wir die Gegner tatsächlich auch, oder Yuri in dem Fall, durch das Maschinengefeuer geweckt. Das ist tatsächlich relativ häufig passiert. Ja, hier sieht man der Moment, der zu Meme geworden ist, der ist Ammo. Hier vorne sah man gerade einen Einschlag eines gegnerischen einer gegnerischen leichten Waffe. Jetzt sieht man auch, dass Yuri endlich mal den Kopf einzieht. Das war vorher nicht notwendig. Man weiß, man merkt, wenn die Geschosse um einen herum fliegen. Und jetzt sieht man hier auch, wie viel länger das dauert, wie viel vorsichtiger er vorgeht. Und jetzt halt mal kurz an. Das kann man vielleicht kurz erwähnen, weil es witzig ist. Man sieht in dem Moment, dass er den Raketenwerfer AT4 Raketenwerfer zuerst auf die Panzerung auflegt, und man sieht fast schon, wie durch seinen Kopf geht, soll ich ihn jetzt so abfeuern oder soll ich es richtig machen? Und er sich dann doch noch entscheidet, ja, es richtig zu machen und den direkt in die Baumgruppe ins Haus reinschießt. So. Schön auch auffallend ist, wie er darauf achtet, dass er sich und die Kameraden in Brand setzt. Denn er achtet hier darauf, dass das hintere Teil des Raketenwerfers, der Panzerabwehrwaffe, schön oberhalb des Metalls ist. Denn ansonsten gibt es einen Rückschlag und danach ist ein Grillhähnchen. Das ist normalerweise in einem solchen Fall tödlich. Ich glaube, die AT4 ist nicht dafür vorgesehen. Es gibt ein paar Panzerabwehrwaffen, zum Beispiel die Matador, bei der nur ein Körper ausgeworfen wird. Aber selbst den sollte man nicht direkt an der Wand stehen, sondern da ist nur die Wirkung hinter der Panzerabwehrrakete, hinter der Panzerfaust ist die Wirkung sehr schnell nicht mehr so dramatisch, und vor allem kann man sie aus einem Gebäude schießen. Aber direkt hinter der sollte man nie sein, wenn sie schießt. Und es sollte auch kein Gegenstand sein. Das ist mir tatsächlich passiert bei einer anderen Mission mit einem AT4. Es war praktisch die Hälfte des Rückstrahls ist in das Blech hinter mir gegangen, die andere Hälfte ist raus. Es hat so derart gescheppert, dass ich die nächsten 3 Nächte noch davon geträumt habe. Es ist Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen, aber ja, war ein einschneidendes Erlebnis. Ich glaube, der AT4 hat extrem viel Rückstrahl. Ah, okay. Das, was wir hier haben, das ist wirklich zum Meme geworden. Ich glaube, da muss ich mal den Ton lauter machen, denn da sieht man wunderbar auch die Probleme, wenn Ausländer mit den Ukrainern kämpfen und die Ausländer kein Ukrainisch oder Russisch können. Ich vermute, man hört es, wie er ruft, Ammo, 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 Ammo. Das heißt, er bittet um Munition. Und wirklich... wirklich hysterisch schreit er, schickt mir endlich Munition, und was bekommt er geliefert? Eine Panzerfaust. Und das passiert mehrfach in Folge. Das heißt, der ukrainische Soldat, der unter ihm ist, versteht kein Englisch. Er hat noch nicht einmal gelernt, was Ammo bedeutet. Andererseits muss man natürlich unserem Filmer hier genauso vorwerfen, dass er sich nicht die Mühe gemacht hat, in der entsprechenden Sprache zu lernen, was bedeutet, wenn er um Munition bittet, oder aber, dass er irgendwie einen Code mit seiner Crew entwickelt. Und so weiß der unten nicht genau, warum der so hysterisch brüllt, und reicht ihm einfach mal eine Panzerfaust, ob das wird im Zweifelsfall schon helfen. Und das sehen wir hier gleich mehrfach passieren. Genau, das kannst ruhig schon weiterspielen. Wir haben später, ich glaube, in meinem Buch habe ich das auch im ersten Kapitel erwähnt, später gab es dafür einen Code Odin, also oder Aden 1 ist Munition für den Raketenwerfer, für das Maschinengewehr, und Dva
also zwei, ist der Raketenwerfer. Ja. So. Und die wären vielleicht eher gegen einen BMP oder sowas gut, wenn man die sich noch in Reserve halten würde. Aber hier hat er sie dann anstelle des Maschinengewehrs eingesetzt. Dann können wir hier mal zum zweiten Video weiterschauen. Das ist hier noch. Jetzt hat er endlich Munition bekommen. Genau, und das ist dann die Sache, da mag ich vielleicht der eine oder andere den Kopf schütteln, wenn man da drin steckt, Handgriffe, die man tausendmal gemacht hat, funktionieren einfach nicht. Ich kenne das aus Erfahrung. Unter Feuer ist alles ein bisschen schwerer. Und ist dann vielleicht auch eine Erklärung, warum man bei der Bundeswehr stupide Tätigkeiten wieder und wieder und wieder und wieder wiederholt, damit man sie halt irgendwann im Idealfall im Schlaf durchführen kann. Da können wir dann wieder zu dem Unterschied kommen, den wir hier gerne auf dem Kanal beschreiben, den Unterschied zwischen Bedienen und Beherrschen. Bedienen lernen ist einfach, aber beherrschen, sodass irgendwelche Probleme, die aufkommen, dass man die auch im größten Stress zeitnah effektiv durchführt, das ist halt dann doch immer noch eine andere Herausforderung. Genau. Wenn wir noch mal kurz zurückgehen, also wir sind jetzt hier, es gab eine Störung, weil der Gurt nicht richtig drin war. Das war bei den Holzkästen tatsächlich ein Problem, weil die ja krude zusammengezimmert wurden. Aber wenn wir darauf zurückgehen, wo er gerade das Maschinengewehr fertig geladen hat, da sehen wir, dass er sich im Turm praktisch andersrum dreht, weil der Turm nach rechts praktisch einfach blockiert hat und in dem Fall nur noch nach links drehen konnte, dass für ihn die einzige Möglichkeit war, schnell Feuer in den Mann zu bringen. Und wenn wir gleich mal darauf achten, sobald das Feuer wieder anfängt, sieht man was. Ja. Sehr interessantes. Drei, zwei, eins. Papp! Da ist, da muss irgendein Geschoss an irgendein RPG, der entweder falsch gezielt wurde oder durch seinen Schuss hat der Schütze wahrscheinlich abgelenkt worden oder Schlimmeres. Und der ist nirgendwo hingegangen. Das war eine RPG, die auf euch für euch gedacht war. Oh. Ja. Das war tatsächlich das einzige Mal, dass die unsere Humvees und unsere Fahrzeuge mit Panzerabwehrwaffen bekämpft haben. Ja, für einen Humvee sollte die gute alte RPG 7 völlig ausreichen. Auch interessant die Ergänzung, dass er überhaupt nicht nach rechts drehen konnte. Das ist zum Beispiel ein Detail, was ich aus dem Film nie gesehen hätte. Und wo ich mich schon gewundert habe, warum er nach links dreht hier. Auch mal schön unten zu sehen, dass die Fenster eben auch etwas Panzerung haben und welchen Nutzen die haben. Hier schießt er jetzt wieder. Genau, jetzt hat er klar Feind vor Augen. Da ist nichts mehr mit gezielten Feuerstößen. Da wird rausgehauen. Ebenso, damit der Feind nicht zum Nachladen kommt. Genau, hier wie gesagt sieht man die Störung. Die hatten wir da leider häufiger. Und das ist das Problem mit diesen Waffen. Du musst dich halt komplett mit dem Oberkörper daraus hieven, um den Gurt da reinzukriegen. Ich mir das vorstelle und der Gegner ist was, 40 Meter entfernt? Weniger. Und da teilweise. In diesem Moment auch noch eine MG-Störung zu haben, das klingt in der Tat wie ein reiner Albtraum. Aber andererseits, wenn der mit dem 50 Cal hier auf diese Entfernung auf das Haus das Feuer öffnet, ist es auf der anderen Seite auch nicht gerade. Also ist die Situation auch überaus ernst auf der empfangenden Seite. Ja. Gut, hier haben wir jetzt ein anderes Video. Willst du uns über das was sagen? Genau, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, genau, das ist das gleiche Video aufgenommen von Immortal, unserem Fahrer. Hier sieht man, genau, das ist der gleiche POV. Genau, erstmal gehen die Kugeln einfach links und rechts und überall hin. Bei den Bodenwellen sieht man auch, da gehen die oben und unten am Ziel vorbei. Das ist in der Phase des Kampfes einfach nicht wichtig. Da geht es einfach nur um die Feuerüberlegenheit. War die Störung mit dem Turm, war das ein permanentes Problem oder ist das während des Gefechts aufgetreten? Das ist während des Gefechts aufgetreten und bis zum Ende des Gefechts auch wieder behoben. Ah, okay. Und da war eine Hülse in den Drehkranz gefallen oder was war da passiert? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Teilweise kann es sein, man hat ja auch gesehen,
die Gummiabdichtung ist lose. Mhm. Hier vorne sieht man Schüsse, die einschlagen. Links und rechts, die Russen sind auch trotz der geringen Entfernung, die schießen einfach nur. Ja, klar. Genau das erreicht man halt dann auch mit der Feuerüberlegenheit, indem er eben nicht genau den Körper hebt, ordentlich zielt, denn dann würde es sehr, sehr schnell, würde der nicht mehr an seinem Maschinengewehrgurt herumfummeln, aber indem man ihn unter Feuer nimmt, traut sich der Feind halt nicht, sauber zu zielen. Hier sehen wir jetzt Infanterie, genau, die absitzt. Das heißt, das war ein relativ kurzfristiger Angriff. Es war mehr Reconnaissance by Fire, also Aufklärung durch Feuer. Es ging nicht darum, den Feind hier zu werfen. Dafür war der Kräfteansatz viel zu klein. Wir wussten, dass der Feind Panzer, zumindest einen Panzer in der Siedlung hat. Es ging mehr darum, die Stellung genau aufzuklären, eventuell eine Stellung zu werfen und dann abzuhauen. Das heißt, meines Wissens nach gab es einen Verlust, einen Verwundeten. Und das war's. Bei russischen Verlusten weiß ich nichts. Das heißt, man greift eine Stellung an, obwohl man keine eigenen Kampfpanzer hat, wo man weiß, dass ein Kampfpanzer ist. Und man hat noch nicht einmal vor, diese Stellung dann zu nehmen. Das heißt, wenn man den Gegner geworfen hat, das heißt besiegt hat, die Stellung, in der er ist, genommen hat, dann will man die nicht halten. Man zieht sich anschließend wieder zurück. Das war der Plan hier. Genau. Okay. Habe ich erwähnt, dass wir nicht auf einem NATO-Standard waren? Auch hier. Es macht tatsächlich Sinn, weil was man häufig bei diesen Grabenkämpfen nicht sieht, ist der Tag oder die Tage, die danach kommen, weil die Russen sich natürlich auf ihre eigene Stellung eingeschossen haben. Das Problem ist nicht, Stellungen zu nehmen, das geht. Das Problem ist, Stellungen zu halten, weil die danach teilweise tagelang unter Beschuss genommen werden. Das heißt, häufig macht es einfach mehr Sinn, so viele Russen wie möglich zu töten und wieder abzuhauen, weil die meisten Männer verliert man, zumindest meine Erfahrung, nicht im Gefecht beim Nehmen, sondern später beim Halten einfach gegen Artillerie oder Panzer. Okay, das ist auch schon wieder ein sehr interessanter neuer Aspekt, aber eigentlich logisch, der Gegner weiß ja genau, wo seine alte Stellung ist. Er kann die Distanzen genau ausmessen, dass er dann anschließend auch in der Lage ist, die gut mit der Artillerie zu beschießen, liegt eigentlich nahe. Das ist in sich völlig schlüssig. Interessant. Dann schauen wir uns hier jetzt das nächste an. Ja, das ist schon wieder auf dem Rückweg, aber das ist mal eindrucksvoll zu sehen, wie nah man eigentlich dem Tod kam. Das war jetzt, da vorne sieht man einen kleinen Panzer. Das hätten wir sein können. Da vorne ist ein Wrack eines unserer Humvees, ein zweiterer Panzer. In der Mission waren es zwei T-72, die uns unterstützt haben. Das war da warst du jetzt dabei. Genau. Okay. Da habe ich im Humvee dahinter, der Richtschütze. Okay. Das ist jetzt der Immortal wieder, also mein Fahrer, in meinem Humvee. Mhm. Das heißt, du bist jetzt gerade hinter ihm. Genau. Das ist praktisch ein relativ groß angelegter Angriff mit Artillerie. Also wir hatten Grad und 152mm Haubitzen und wie gesagt zwei Panzer, die uns unterstützt haben. Es wurde auf relativ breiter Linie angegriffen, also nicht nur bei uns. Und der Plan war es, die Baumgruppe südlich von Trnovy Pode zu nehmen. In der Woche davor gab es bereits einen erfolglosen Angriff, bei dem ich als Infanterist abgesessen bin. Ein Versuch, diese Stellung zu nehmen, die gescheitert ist, sobald sie angefangen hat, weil die Russen uns sofort aufgeklärt mit Drohnen und Raketen bombardiert haben. Ja, jetzt ist der Plan, mit Feuerüberlegenheit die Gegner zu binden und mit den Humvees direkt in die feindliche Stellung zu fahren, zwei Gruppen abzusetzen, um zwei Gräben zu nehmen. So. Genau, man hört vielleicht schon, ich höre das selber nicht, leider, wie meine Kameraden da um mich herum schreien. Das Feuer geht relativ abgehackt. Ich hatte extrem Probleme mit dem Maschinengewehr. Das war das erste Mal, dass wir das Maschinengewehr eingesetzt haben. Aber wunderbar, da sieht man die Durchschlagskraft von so einem Ding. Er schwenkt jetzt um die andere Stellung vor uns im Feuer, unter Feuer zu nehmen. Jetzt mal eine Frage, waren hier jetzt in den Bäumen direkt davor, waren da Gegner? Waren da Feinde?
Also die Stellung war da. Die Stellung war 10 Meter, 8 Meter vor uns. Und wurde von dort Feuer empfangen? Wurdet ihr von dort bekämpft? Denn der hier, der wirkt geradezu entspannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich da nicht aufrecht irgendwas tragen, gemütlich hinlaufen würde, sondern ich würde sprinten und mich sofort auf den Boden werfen. Wenn wir das jetzt uns nochmal Ja, das anschauen, ist. den ich meinte, dann wird man es gleich sehen. Was mich da dann ein bisschen in. Ich glaube, das Erste, was ich. Wenn man sieht, die wirken geradezu entspannt. Und ich glaube, als ich damals das Video gesehen habe, dachte ich, die gehen hier irgendwie in Stellung, um von dort aus dann zu operieren, dass das direkt eine Feindstellung sein soll. Ist, wenn man sich die Leute. Hier, der geht schnell, aber er geht. Der hier hat sogar pausiert. Ja, das ist. In dem Moment ist es so hektisch, dass es tatsächlich Sinn ergibt. Man sieht, wie hektisch das ist. Das sind Leute, die nicht trainiert wurden, die nicht miteinander trainiert haben. Da ist es besser, langsam vorzugehen, als sich gegenseitig in den Rücken zu schießen. Genau, jetzt hört man vielleicht, wie meine Jungs unter mir schreien, dass ich doch feuern soll. Es ging nicht. Zu dem Zeitpunkt ist das Maschinengewehr komplett krepiert. Ich habe dann von meinem Kameraden ein AT4 bekommen, habe sie vorne in die Baumgruppe reingeschossen und später zur Kalaschnikow gewechselt, um die feindlichen Stellungen am Ortseingang unter Feuer zu nehmen. Wir werden uns das gleich noch auf der Karte anschauen, aber schauen wir uns erst noch das weitere Video an, das wir jetzt haben. Genau, das ist mein POV, was wir gerade schon wieder gesehen haben. Da Ah, vorne genau, sieht man das den war ersten, der oder der war das, das? Ah, der rechte. der rechte, okay, der. Genau, hier vorne ist wieder der Panzer T-72. Dahinter noch ein T-72. Beutepanzer. Mit ukrainischen Zeichen, möchte ich dazu sagen. Also ich weiß, das sah jetzt so aus. Viele Leute haben dann gesagt, wir würden russische Zeichen verwenden. Nee, es waren tatsächlich einfach ukrainische Zeichen, die über die russischen Zeichen einfach drüber gesprayt wurden. So hastig wurde der praktisch erobert und Ja, besonders gut in kann man den es Kampf nicht erkennen, geschickt. was da zu sehen ist. Okay. Das heißt, das haben wir auch. Und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Video mal hier auf den Lageberichten gezeigt haben. Zumindest habe ich es seinerzeit gesehen. Und dann haben wir noch eines. Ich weiß nicht, sollen wir das gleich noch machen? Können wir eigentlich noch machen? Und zwar ist das Video von dem Gefecht, bei dem du verwundet wurdest und wo ihr Kameraden verloren habt. Und zwar sehen wir das hier. Wenn wir jetzt hier schauen. Das hat damit Genau, überhaupt das nichts zu ist tun, wieder oder? am. Doch. Nein, das ist einfach nur so. Das ist wieder am Nord, Eingang der Siedlung. Das ist genau da, wo das erste Video gespielt hat. Wir können jetzt genau in dieser Häusergruppe sehen. Moment, ich gehe jetzt mal hier hin. Das ist. Warum ist jetzt hier die Auflösung so Mist? Okay, wir haben hier Ternovi Podi. Ich habe jetzt so zu Google Maps gewechselt, damit man. Das Ganze, weil Deep State Map wieder ein bisschen Probleme gemacht hat. Das hier ist das eine Haus und das sind die anderen zwei. Das heißt, das ist das, wenn ich das richtig verstehe. Ist das Genau. korrekt? Genau. Wir hatten tatsächlich aus dem Haus direkt an der Seite. Dort waren Russen. Von dort haben wir Feuer bekommen. Wir konnten auch, als wir drumherum gefahren sind, Leute da drin erkennen, beziehungsweise nicht erkennen, aber Leute darin rumhuschen sehen. So nah waren wir ihnen. Ja, man sieht es hier. Man kann ja auch die Fahrtspuren sehen, wo die haben wir rumgefahren sind. Hier über die Genau, Wiese. genau. Und dann praktisch links, jetzt nicht mehr im Bild, waren einige Bäume. Von dort kam ebenfalls Beschuss, aber dort konnte ich keinerlei Hier. Russen ausmachen. Dann wahrscheinlich das hier, oder? Genau. Gut. Das heißt, ihr fahrt hier und du bist im zweiten. Ich bin im zweiten Humvee. Okay, warum pausiert es hier? Das ist normal. Naja, aber wieder mal irgendein Fehler. Okay. Genau. Ja, das ist komisch geschnitten. So, genau, hier sieht man, wir sind einmal um das Gebäude rum. Man sieht die Einschüsse in das Haus. Das war die Sprengbrand, beziehungsweise die panzerbrechende Brandmunition, die wird durchgegangen sein. Aber da habt ihr ja auch wirklich, dass er da auf 3, 4 Meter oder sowas Entfernung an dem Haus vorbei. Und das war's jetzt. So. Genau. Tatsächlich
habe ich von der Explosion nichts mitbekommen. Ich habe mich umgedreht, ich habe diese Wolke gesehen und gedacht, ja Mist, ich hoffe, die sind noch am Leben. Okay, jetzt fahren wir hier entlang. Das sind die beiden Löcher, die man hier auf dem Video sieht. Genau, der Graben, der Wadi. So, und jetzt sehen wir gleich, was die Mine angerichtet hat. Also wie gesagt, auch hier, es ist nicht wirklich was zu erkennen, was jetzt zu problematisch sein sollte. Man kann hier erkennen, dass die Besatzung aussteigt und ich glaube, ich pausiere jetzt dann hier. Also hier liegt ein Verwundeter, da kannst du erzählen, der hat es nicht geschafft. Zu dem Zeitpunkt lebt er allerdings noch. Genau, das war relativ tragisch. Das ist auch eine Sache, die mir persönlich erst die ich im Krankenhaus erst mitbekommen habe. Genau, Krapiva wurde auf der falschen Seite aus dem Fahrzeug gesprengt, war nicht in der Lage, sich selber da rauszuholen und wir waren unter so viel Feuer, dass die Jungs da vorne nicht an ihn drangekommen sind. Genau. Das heißt, hier haben wir vier Mann. Genau, den Fahrer, den Beifahrer, Manach. Wir haben Jura, beziehungsweise Shurik, Beleid Shurik heißt er im Buch. Itamar, seinen Assistenten. Und den Fahrer, das ist der Junge, der auch das letzte Video gefilmt hat, das wir analysiert haben. Ja, und die haben es aber alle überlebt. Also die auf der rechten Seite des Autos. Die Mine hat das linke Hinterrad gesprengt, wenn wir das hier so sehen. Ja, so ziemlich den ganzen Kofferraum. Also ziemlich sicher dann auch eine Panzermine. Das ist keine Schützenmine mehr in der Größenordnung. Aber auch interessant, dass die Besatzung es zumindest weitestgehend überlebt hat. Habt ihr die dann aufgenommen? Ich muss jetzt mal schauen. Genau. Ich will das nicht beweglich vormachen, denn das hier, genau, man sieht hier, dass ihr direkt daneben fahrt und wohl Feuerschutz gebt. Genau, wir sind, ich hatte zu dem Zeitpunkt, der Plan war tatsächlich, dass wir dort eine Stunde lang Feuer an den Feind geben. Das war da natürlich, war der Plan weg. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch die meiste Munition in meinem Gurt. Ich habe angefangen, den Feind in der Baumgruppe unter Feuer zu nehmen. Ich habe extrem viel Feuer bekommen, vor allem während das Fahrzeug stillstand. Und das ist auch eine Sache, von der du vorhin geredet hast, die du vorhin erwähnt hast, dass als ich Feuer bekommen habe und die Munition ausgegangen ist, konnte ich nichts mehr tun. Es sind Schüsse in das Maschinengewehr eingeschlagen. Es sind Splitter in mein Gesicht geflogen. Ich habe mich nicht getraut, irgendetwas zu machen. Der Feind hat die Feuerüberlegenheit dann erzeugt. Du hast schlicht nicht mehr, ohne das jetzt, dass es irgendwie despektierlich sein sollte, aber das ist wahrscheinlich schlicht die Wahrheit. Du hast einfach nicht mehr den Mumm gehabt, den Kopf noch zu heben, weil du gedacht hast, wenn ich den Kopf hochhebe, bin ich tot. Ja, die sind direkt an meinem Kopf, wie gesagt, die sind in mein Maschinengewehr eingeschlagen. Und wie du vorhin gesagt hast, ich hatte eine Bunkerfaust 3 dabei. Mhm. Aber dafür hätte ich mich komplett mit dem Oberkörper aus der über die Panzerung lehnen müssen. Und das war mir in dem Moment zu heikel. Und auch das Nachladen, wir haben vorhin gesehen, wie lange das dauert, wie weit man sich rauslehnen muss. Das war in dem Moment für mich einfach nicht mehr möglich. Ein Fehler, den ich gemacht habe, das habe ich tatsächlich vergessen, das habe ich erst in Odessa im Krankenhaus gemerkt. Ich hatte eine Nebelgranate in meiner Ausrüstung, die habe ich tatsächlich einfach vergessen. Ja, ich hatte solche Scheuklappen auf, dass ich da einfach im Moment nicht mehr dran gedacht hätte. Es hätte letztendlich keinen Unterschied gemacht. Wir hätten Krapiva wahrscheinlich so oder so nicht rausholen können, aber es sind einfach so Sachen, die man nicht merkt, bis man aus dem Gefecht raus ist. Wie habt ihr die anderen rausbekommen? Habt ihr die in euren Humvee reinbekommen? Oder? Ja. Also ihr seid dann zu neunt in dem Fahrzeug gewesen. Also, aber dann ist das Auto liegen geblieben, wahrscheinlich wegen Gefechtsschäden. Ihr seid zu Fuß los und dann kam der Drohnenangriff, der dich ins Krankenhaus gebracht hat, weil die Drohne, die Bombe aus der Drohne direkt neben dir
detoniert ist. Genau. Das heißt, hier, hier haben wir jetzt de facto gerade dein letztes Gefecht gesehen. Mein letztes Gefecht, genau. Genau, wir waren mit 9 Leuten in diesem Humvee drin. Es war so eng, dass ich, ich konnte tatsächlich nicht mehr wirken, ich konnte nur noch nachladen, aber das, der Turm war blockiert durch die Leute, die mit mir da drin waren. Das heißt, es war für uns auch gar nicht mehr an Kämpfen zu denken. Wir waren aber relativ schnell wieder aus dem Bereich der russischen Waffen raus. Die haben uns nicht verfolgt. Auch der Panzer ist nicht aufgetaucht. Später in Videos, die Russen veröffentlicht haben, da weiß ich nicht, wie sehr das stimmt, war der Panzer im Süden der Siedlung tätig und hat dort mehrere ukrainische Spitzenpanzer aufs Korn genommen. Hm. Den Angriff, den wir gesehen haben, hast du mir erzählt, der ging hier entlang auf dieses Eck. Das war das, was wir gesehen haben. Da seid ihr hier über die Wiese gefahren. Das heißt, nur zur Übersicht, das Gefecht war jetzt hier, der haben wir es ungefähr hier gesprengt worden, würde ich mal so sagen. So in etwa auf der Höhe. Und das andere Gefecht war hier unten. Ihr kamt, wo war in etwa die Frontlinie? So hier irgendwie entlang, kann man das so grob sagen? Nein, die war nördlich von Trnovy Pody. Mhm. Die letzte Stellung am Feind war tatsächlich da, wo der linke Ausläufer dieses roten Kästchens ist. Da dieser Weg, da ist ein Wall. 3 Meter hoch ungefähr. Und der südliche oder der nördliche Teil vom Kasten? Die gesamte Länge des Walls. Mhm. Dieses Kasten entlang praktisch. Dort waren Stellungen, da war praktisch durchgehend ein Zug ukrainische Soldaten stationiert. Genau, die wurde aber meistens nur beschossen, wenn sich irgendwas bewegt hat oder wenn eine Offensive am Laufen war. Normalerweise haben die da einfach... Also hier war eine ukrainische Stellung. Die war direkt in... Was sind das? Wo kann man hier Entfernung messen? Die war 500 Meter, die war 500 Meter von den russischen Stellungen entfernt. Und die Frontlinie war Nord-Süd oder in welche Richtung ging die? Nord-Süd. Ah, okay. Gut. Das ist dann hier jetzt mal den Einblick dazu, was die Gefechte bei Trnovy Pody haben. Wir haben schon die Verwundung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Jonas in der Ukraine gekämpft hat. 200 wie viele Tage? 282. 282 Tage hat er für die Ukraine als Freiwilliger gekämpft. Wenn Sie es noch nicht kennen, ich habe hier ein Interview mit ihm gemacht, wo er auf Fragen der Zuschauer geantwortet hat. Das war, ich glaube, 3 Stunden lang. Ist sehr interessant für alle, die sich für das Thema interessieren. Und Jonas hat ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben. Ich werde Ihnen den Link in die Beschreibung packen. Sollten Sie Interesse daran haben, können Sie sich das Buch natürlich gerne bestellen. Er würde sich natürlich auch freuen und ich denke, das ist ein hochinteressanter Einblick in das, denn was war auch, wenn Sie sich das Interview angeschaut haben, was hier auch wichtig ist, das Ganze thematisiert auch die problematischen Seiten, auch der ukrainischen Seite, denn es ist selbstverständlich nicht alles nur schwarz und weiß, auch wenn es in diesem Krieg einen klaren Aggressor gibt und wenn man so will, einen klaren Bösen in diesem Krieg, heißt es trotzdem nicht, dass die angegriffene Seite deswegen dort alles gut läuft und alles bestens ist. Und da hat Jonas sich relativ offen über die Probleme geäußert, was natürlich auch wichtig ist, dass man auch über sowas mal durchaus spricht. Ich denke, das dürfte für Sie alle interessant sein. Ansonsten würde ich dir gerne noch ein Schlusswort geben, bevor wir hier das Video für heute beenden. Wenn du noch irgendwas... Ich wollte nur ganz kurz was zum Kontext sagen. Die letzte Mission, die wir gerade analysiert haben, die war am 9. November. Ich bin von da aus direkt ins Krankenhaus gekommen, habe praktisch erst, als ich aufgewacht bin, nach der Operation erfahren, dass wir Cherson tatsächlich entgegen meinen Erwartungen genommen haben. Auch wenn wir Trnovy Pody an dem Tag nicht kämpfend oder wir, mein Team zumindest nicht kämpfend genommen haben. Ich fand es super interessant, super schön mal mit Ihnen und mit den Zuschauern darüber zu reden, das Ganze mal im Detail weiterzugeben, vielleicht auch ein paar Details zu sagen, die man im Video vielleicht nicht sofort erkennt.
Also für mich war es klasse, denn wie gesagt, ich habe das Video angeschaut. Ich habe auch schon mit anderen darüber gesprochen. Das war tatsächlich ein Video, wo ich lange schon eine Gefechtsanalyse darüber machen wollte. Ich glaube, ich habe die sogar, als das letzte Mal darum gekämpft wurde, sogar angekündigt gehabt. Also ist jetzt nur ein halbes Jahr später erschienen. Aber von daher, wer hätte gedacht, dass ich dann mal im Gespräch mit einem sein könnte, der an den Videoaufnahmen de facto beteiligt war und uns dann zum Beispiel den Kontext gibt. Wir hatten das mit dieser Baumreihe. Wie gesagt, ich hatte erwartet, dort wird abgesessen. Die Humvees waren sozusagen die Battlefield-Taxis, die haben die Leute zum Gefecht gebracht, dass da irgendwie die Stellung des Gegners, des Feindes 10 Meter entfernt war. Das war für mich anhand des Videos zumindest nicht erkennbar. Und daher hochinteressant auch, dass der Turm sich nur noch nach links drehen konnte. Ist halt dann der Unterschied, den wir haben, ob wir mit einem direkten Beteiligten sprechen darüber oder eben aus der Ferne analysieren. Vielleicht können wir auch noch mal kurz über den Kampf, der letztendlich im Graben sich zugetragen hat, reden, weil der vielleicht auch interessant war. Also wir haben später tatsächlich mitbekommen, die Soldaten in dem Graben, nicht in den Häusern, sondern unten in der Baumgruppe, waren Spetsnaz Gru. Die hatten relativ viele Drohnen, sie hatten viel Artillerie angefordert und sie hatten vor allem sehr gute Ausrüstung, sehr gute Schutzausrüstung. Aber was ziemlich erschreckend war die Qualität der Soldaten, die wir letztendlich gefangen genommen haben. Also da war der ein oder andere dabei, der sah aus, als ob er wirklich in die Spezialkräfte gehört. Viele sahen wirklich aus wie Mobix, die man aus irgendeinem DMV in Novosibirsk zusammengekratzt hat. Ist dabei irgendwie Auch bekannt geworden, wie die in die Einheit kamen? Denn zu dem Zeitpunkt wurden ja schon Freiwillige zusammengekratzt. Gab es da irgendwelche Erkenntnisse mit Befragungen? Denn es hätte ja sein können, dass die tatsächlich Gru-Spetsnaz waren, aber halt welche, die 10, 15 Jahre schon im Ruhestand waren und dementsprechend halt 20 Kilo angesetzt hatten seither. Das kann sein, das ist möglich. Oder, und das wird wahrscheinlich eher sein, ich weiß, dass die Ukrainer das ebenfalls das Problem haben, dass viele ausgebildete Spetsnaz und Spezialkräfte einfach nicht mehr im Kampf sind, tot, gefallen, verwundet. Und dass die Reihen einfach aufgefüllt werden und dass dann eine hastige Ausbildung nachgesteuert wird, die aber bei weitem nicht auf dem Level ist, das man von Spezialkräften erwarten würde. Also die Qualität der Truppen hat extrem gelitten, sowohl bei den Spetsnaz als auch bei den VDV, aber auch ich aus persönlicher Erfahrung weiß ich, bei ukrainischen Spezialkräften wie SSO war das ebenso der Fall. Spetsnaz Und was ich sind sozusagen Kommandosoldaten der Russen und WDW sind die Luftlandetruppen. Die gelten an sich auch als besser ausgebildete, sie würden sich selber wahrscheinlich als Elite bezeichnen. Genau, und was ich dazu sagen kann, die Russen waren in diesem Fall, in diesem Graben, zahlenmäßig überlegen, aber wahrscheinlich reine aus Moralgründen, nachdem die ersten Granaten flogen, nachdem die ersten Kugeln flogen und die ersten Verwundeten kamen, haben die sich reihenweise ergeben und der Graben wurde innerhalb von Minuten, höchstens Minuten nach Einbrechen, komplett genommen. Hier, wenn die Rede davon ist, dass die Qualität der Soldaten sinkt, dann sollte klar sein, dass ab dann definitiv die Moral eine immer größere Rolle spielt. Jemand, der 30 Jahre lang professioneller Soldat ist, der ist tendenziell wahrscheinlich wohl eher dabei, weiterzukämpfen, auch wenn er nicht dran glaubt, als einer, der 3 Wochen ausgebildet wurde und sich selbst seinen eigenen Fertigkeiten noch nicht einmal vertraut. Da denke ich mal, müsste auf Dauer eigentlich ein Vorteil der Ukraine bestehen, auch wenn ihr Personal in der Ausbildung sinkt, weil die Moral halt noch höher ist. Ja, wobei da das Problem ist, und das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, das Ende vom Lied war, der Graben wurde ziemlich zügig genommen, aber die ukrainischen Panzer wurden von dem T-90 in der Siedlung von den Russen zurückgedrängt und danach saßen unsere Jungs dann in dem eroberten Graben ohne jede Unterstützung und wurden dann die komplette Nacht durch mit Artillerie, Mörsern und mit dem Panzer bombardiert. Es gab einige Verwundete. Auch ein Freiwilliger, vielleicht hat man das irgendwo gehört, Paul Kim, Kilo hieß er, Amerikaner, ist dort gefallen, ne, und der Graben musste letztendlich in der nächsten Nacht aufgegeben werden. Ne, trotz erfolgreichem Eroberns, trotz Tötens vieler Russen hat es letztendlich nichts gebracht.
Weil, tja, Artillerie uns letztendlich wieder aus der Schlange rausgedrängt hat. Gut, dann, oder auch nicht gut. Dann haben wir das Video hier soweit durch. Ich danke auf jeden Fall Jonas für die hochinteressanten Eindrücke. Und wie gesagt, jetzt hat das Gefecht und der Kontext dank ihm mal eine persönliche Note bekommen und mit neuen Details konnte ich das anreichern. Ich hoffe, das war für Sie so interessant, wie es durchaus auch für mich war. Wenn Ihnen das Video hier gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Hinterlassen Sie Kommentare. Was halten Sie von der ganzen Sache? Wollen Sie mehr Videos dieser Art sehen? Schreiben Sie es in den Kommentarbereich. Das hilft natürlich auch mit dem Algorithmus. Und ansonsten, wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Hier gibt es nicht nur Videos wie diese, sondern auch zweimal pro Woche einen Livestream mit Lagebericht und normalerweise noch mindestens einen weiteren Lagebericht als Video. Und gerade im Rahmen der ukrainischen Gegenoffensive machen wir auch kleine Lagebilder, um mal kurz den Überblick zu haben, was denn so gerade passiert ist, wo wir weniger in die Tiefe gehen, sondern einfach nur bei dem Ganzen auf dem Laufenden halten. Wenn Sie dabei sein wollen, würde ich Sie natürlich herzlich einladen, den Kanal zu abonnieren, damit Sie künftig nichts verpassen, auch die Glocke anklicken. Und ansonsten danke ich soweit für die Aufmerksamkeit. Wenn dieser Kanal hier ist nur möglich durch die Unterstützung von Zuschauern wie Ihnen. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, dann können Sie es über die Mittel in der Beschreibung. Sie wissen das. Mein herzliches Dankeschön an alle, die es bereits tun. Und ansonsten danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünsche Ihnen danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder. Machen Sie es gut. An dieser Stelle auch noch mein herzliches Dankeschön an all jene, die den Kanal Monat für Monat beständig unterstützen. Sei es als Abo auf Twitch, sei es als Mitglied auf YouTube oder sei es mit einer Patreon-Unterstützung. Im Besonderen möchte ich hierbei mich bedanken bei den Patreon-Oberstleutnant Neil Highland, Nippelzwicker und René H. sowie bei den Patreon-Leutnant Dekunjo, Dr. Knut Brandes, Gregor Schwarz, Plague Doktor und Trollstrings. Vielen lieben Dank an Sie alle.